So, herzlich willkommen bei einer neuen Folge zu Tormented, wollte ich schon sagen, Remothered Tormented Fathers. War ein bisschen dämlich, weil ich nicht gewusst habe, dass das Game eigentlich nur 3 oder 4 Mal im Spiel autosaved. Das heißt, hier gibt es manuelle Speicherdinger. Und ich glaube, der erste ist direkt hier nach der Szene, wo wir gestern aufgehört haben. Wusste ich aber nicht. Und ich musste den ganzen Kram nochmal machen. War aber jetzt nicht so schlimm. Das heißt, wir sind jetzt gerade hier, wo der alte Zausel reinkommt und seine Frau da, eine tote Frau da begrüßt. Das heißt, wir setzen jetzt direkt hier wieder nahtlos an. Das wollte ich nur mal kurz loswerden. What happened, my dear? The record player got jammed again, right? Yes, I know. You keep on telling me we need to buy the new gadgets on the market. Promise, promise, promise. How can I say no to you? Now get some rest, love. My little Jennifer. Jennifer. Bye. Richtiger Ekeltüter, Junge. Okay, ich kann verlassen. So, jetzt gehen wir nochmal raus hier. So. Man kann nämlich also Spiegeln speichern mit einem Metronom. Also zerbrochenen Spiegeln. Und davon gibt es ein paar in dem Haus. Nee, die will ich nicht mitnehmen. So, folgendes. Guck mich hier mal ein bisschen um. Mr. und Mrs. Felton in ihren glücklichsten Tagen. Beide lächeln und wirken fröhlich, aber Richards blasse Augen beunruhigen mich. Blasse Augen? Kann man doch gar nicht erkennen am Schwarz-Weiß-Bild. Ja, sie ist super widerlich. Was habe ich hier? Achso. Ja, ich habe also, da meckert da schon irgendwie irgendwas. Irgendwo war draußen ein Spiegel. Ich wollte aber kurz ein bisschen umgucken. Nein. Boah, ich hoffe, der kommt nicht hier rein. Ich würde ein bisschen umgucken. Ah, hier kann man auch Sachen anmachen. Die machen da Geräusche. Ne, ich habe einen Verteidigungsgegenstand. Boah, wo kam ich denn raus? Rein. Scheiße. Irgendwo hat der auch geduscht, ne? Da. Ich glaube, da kann man speichern. Boah, ich hoffe es zumindest. Ja, ja, ja. Pass auf. Wenigstens mal speichern. Drücke, um das noch irgendwas. Das Ding ist, du kannst dich unbegrenzt speichern. Weißt du, der lädt sich wieder auf. Halten, um Leben wiederherzustellen. Ach, das geht also auch. Beziehungsweise so wurde mir das gesagt. Vielleicht ist es, es war in der Beta. Vielleicht ist es jetzt aber auch anders. Was ist das denn hier? Okay, Speiselift. Messer haben wir. Okay. Mal kurz zu gucken. Wir haben jetzt, Versuche aus dem, Verusche aus dem Haus zu fliehen. Untersuche das Verschwinden von Celeste und finde, was immer du brauchst, um Leiter im Keller zu aktivieren. Da sind wir aber letztes Mal stehen geblieben. Vielleicht kriege ich noch irgendwas hier, ne? Das haben wir noch nicht gesehen, die Leiche auf dem Bett. Sie folgt der Musik von dem Schallplattenspieler. Dadurch kommt sie zu Mr. und Mrs. Feltons Badezimmer. Fest davon überzeugt, dass die Frau von Mr. Felton ihr antworten würde, fand sie stattdessen eine verweste Leiche auf dem Bett liegen. Es ist eine schreckliche Szenerie. Der Körper ist komplett mit Motten übersät. Rosemary versteckt sich im Schrank, genau im richtigen Moment. Sie beobachtet Dr. Felton in einer Gärtnerschürze und einer Sichel in der Hand. Er spricht die Leiche auf eine beunruhigende Art und Weise an. Er nennt die Leiche Jennifer und beginnt dann über seine Lippen zu lecken. Könnte es wirklich Celeste, Feltons vermisste Tochter sein? Rosemary weiß, dass sie fliehen muss. Eine Sache, die ich gucken will, ist, hab ich gespeichert, ne? Das war, glaube ich, die Dusche hier. Können wir hier vielleicht ein paar gute Sachen finden, so ein paar Schamhaare vielleicht von ihm. Wieso habe ich das gesagt? Dort ist etwas Glänzendes im Tankablauf, das ihn verstopft. Sieht aus wie eine... sieht aus wie ein Uhrenschlüssel. Ich muss etwas finden, um den Abfluss zu befreien. Finde ich ganz geil eigentlich. Was ist das denn hier? Das muss Dr. Feltons
Das hätten so Robe sein. Hä? Du hast das aufgehoben. Erdgeschossschlüssel. Ah, ja. Genau. Was mich hier halt so ein bisschen an Resident Evil erinnert, halt diese ganze Mansion einmal, ne? Und dann aber auch die Schlüssel und so. Das ist schon ganz cool. So, gut, dass ich nochmal nachgeguckt habe. Sonst haben wir hier gar nichts mehr. Ich speichere nochmal kurz. Ich habe nämlich gelesen, dass man eigentlich nur begrenzt speichern kann. Und der sich dann wieder aufladen muss, der Spiegel. Aber vielleicht ist das auch nur, wenn man Leben wiederherstellt. Ach so geil, was jeder so macht. Ja. Okay, pass auf. Wir haben auf jeden Fall den Schlüssel zu einer Tür im Erdgeschoss. Das ist sehr gut. Wir können aber nochmal hochgehen. Ich glaube, das Ding hat zwei Etagen. Also ein Keller, Erdgeschoss und zwei Etagen hoch. Kann das sein? So, ich habe hier noch nichts weiter gesucht. Das heißt, ich werde hier wieder mal ein paar Sachen durchwühlen, um zu gucken, ob wir irgendwas Gutes finden hier. Hör ich den? Ich dachte gerade, ich hätte den gehört. Eigentlich kann ich hier auch geduckt rumlaufen, oder? Scheiße, hier? Kommt der jetzt über uns, oder? Oh, ist der echt... Ich würde ungern jetzt den ganzen Kram durchsuchen, weißt du? Und nachher hat er mich. Das Ding ist, wie sieht das aus, wenn wir den mit einem unserer aufgewerteten Schere eins übergeben? Könnte wir zumachen? Okay. Ich glaube, das ist ganz gut, weil sonst weiß er, dass wir hier sind. Okay, was haben wir denn hier? Hier haben wir... Keine Ahnung, was das ist. Ein Kabel oder so. Ein Filmprojektor. Was ist das? Können wir es anmachen? Drücke, um das Papier zu lesen. Ich lese das Papier mal. Dr. Felton. Ich glaube nicht, dass ich die Kraft oder den Mut habe, der Geschichte zu folgen. Die Therapie führt sie zu nichts. Und was heute passiert ist, ist etwas sehr Ernstes. Ich bin den Film losgeworden. Wenn Sie Ihre Hypnosesitzung nochmals ansehen, kann das Ihr geistige Gesundheit schaden und ich wünschte mir, es wäre nicht in die falschen Hände gefallen. Versuchen Sie nicht, ihn zurückzubekommen. Ich habe ihn in den Ofen geworfen. Ich habe auch die Batterie der Pendeluhr ausgetauscht. Wir brauchen den Projektor nicht mehr. Pass auf dich auf, Gloria. Ich bin in den verlorenen Film über die Hypnosesitzung. Projekte anschalten kann ich nicht, wenn ich Batterie und Film finde. Aber muss ja relativ viele Sachen finden. Finde ich echt ganz geil. Okay. Was ist das? Ah, da macht sich schon mal die Leinwand runter. Ja, können wir ja mal schon ein bisschen vorbereiten hier. Gut, gut, gut. Haben wir hier noch irgendwas? Das ist eine Glocke. I need to take my pills. I need to take my pills. Who was it? What? 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 This house is not open to the public. There's an act. I'm so tired of all of this. Oh my god, das hat geklappt. Oh my god. Ich habe gerade ein perfektes Thumbnail gefunden. Ich sehe Clickbait. Boah, ich dachte 100 Pro, der sieht mich jetzt. Bah, der alte Mann, ey. Was hat denn der gesehen? Hat der gemerkt, dass ich die Türen offen gelassen habe? Vielleicht von den Dingern? Halt die Schnauze. Haben wir hier noch irgendwas? Das kennen wir schon, ne? Ja. Okay. Boah, ich dachte jetzt, das war's.
Warte, ich mach die wieder zu, Alter. Und so. Die Frage ist, was passiert, wenn wir ihn mit der Schere angreifen, weißt du? Der ist doch alt und gebrechlich. Muss der nicht eigentlich dann irgendwie umfallen oder tot sein? Keine Ahnung. Vermutlich nicht, aber... Ist auf jeden Fall gerade gut spannend hier. Nicht, wo der ist, ne? Oh Gott, hier ist der Typ. Geh da weg, ey. Wieso rennt der hier denn so dumm rum? Ist er nach links gegangen, ne? Oh, das ist ja ärgerlich. Hier ist der einzige Ausgang gerade hier. Ich würde gerne das Licht ausmachen. Ist er weg? So. Der hat gerade irgendwie... Ich wusste, der ging an. Der hat das gesehen hier, ne? Dass offen ist. Aber so geht die genauso schnell, ne? Was kann man hier machen? Achso, ist eine Nadel. Ah, komm. Okay, der ist anscheinend irgendwie weg oder so. Finde ich aber ganz geil, dass man den so ein bisschen hört. Dass er so ein bisschen was labert, weißt du? So ein bisschen vor sich hin meckert. Wie die alten Leute halt so sind. Okay, pass auf. Wir können hoch. Oh. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Gut, dass er so alt ist und die Augen schlecht sind. Ah, ist das... Sackgasse! Ich will jetzt nicht, mich hier kurz umgucken, dann kommt er hier hoch, weißt du? Shit. Kann ich irgendwas machen? Wegräumen oder so? Nee, kann ich nicht, okay. Ich wollte noch kurz in die Dings hier gucken. Da haben wir nichts. Okay. Was ist das? Drücke, um mein Verteidigungsgegner zu upgraden. Drei Verwendungen übrig. Ich habe schon upgraded. Guck mal, ich hab hier mein, das Collectibles? Nee, Inventar. Guck mal, ich habe hier mein, da, Schere. Heißt das, ich kann das nochmal upgraden oder... Ich probier's nochmal aus. Drücke. Geht gar nicht. Okay, also hier geht gar nicht hoch. Zumindest nicht hier in dieser Ecke. Alter, das ist ein alter Mann. Wieso habe ich so Angst vor? So, wir... Weiß auch nicht, wie es ist, wenn ich renne. Was ist das denn hier? Ah, hier geht's runter. Geh mal runter. Weiß nicht, ob der auch unten ist. Ja, still! Zum Zoomen? Achso. Weißt du, wie die Stimme mich so ein bisschen erinnert, wie der Joker von Batman, weißt du? Also von dem Spiel, Batman, auf Englisch, Mark Hamill. Kann ich raus? Alter, wieso keuche ich denn so? Ich geh raus. Ich geh raus. Ich glaube,
my land for me and them. A whole new world is calling out. Oh, I knew it! Don't go away. I have a gift for you. Kann ich, warte mal. Would you... Halt, Moment. Ich muss kurz gucken, wie ich angreife oder so. Scheiße. Ducken, Taschenlampe, interagieren, ausweichen kann ich, okay, F. Oh Gott, Inventar, Tagebuch zielen, Gegenstand platzieren, ändern, Gegenstand werfen. Kann ich überhaupt irgendwie angreifen? Ah! Renn doch! This is not a place for tourists! Okay, okay. Stop, you stupid bitch! Wieso kann ich nicht... Stop! You think I'm enjoying your stupid game? Wieso kann ich ja nicht... Ich hab doch einen Verteidigungsgegenstand. Ich hab keinen... Ich hätte doch... Ah, shit. Ich kann gar nicht angreifen. Ich kann... Boah, das ist ärgerlich. Ich kann nur ausweichen oder wenn der mich hat, irgendwann kann ich mich losruckeln. Und dann vermutlich kann ich den mit dem Messer eingeben. Alter, das ist ein alter Mann, weißt du? Pass auf, was Gute ist, durch diese ganzen Sachen weiß man halt, wo was ist und wo nicht, weißt du? Jetzt wissen wir, okay, nach oben bringt es nicht wirklich hinzugehen. Das heißt... Lohnt es sich hier reinzugehen oder nicht? Ich glaube erstmal nicht, ne? Weil wir können ja die Batterie und so, die können wir ja so oder so mitnehmen. Hoffe ich zumindest. Weil dann spare ich mir das jetzt. Oder kann man die Batterie erst mitnehmen, wenn man quasi dieses Event mit dem Projektor da triggert. Ah, das war ja ärgerlich. Gehen runter. Ja, also das ist kein richtiges Trial and Error halt so, ne? Aber du weißt halt schon ganz gut, wenn du einmal stirbst, dann hast du ja schon so einen Weg zurückgelegt, dann weißt du, wo sind jetzt Sachen, wo sind Sachen interessant, wo nicht. Wir haben einen Schlüssel bekommen. Ich hab dich gar nicht gesehen! Warte mal! Halt die Klappe! Warte auf! Aufweichen! Yeah! Do you really think you'll get away with this? Ich wollte hier eigentlich aufmachen. Okay, das war auch ein bisschen doof. Kann ich irgendwas machen? Ah, sie kann nicht aufmachen! Pass auf! Stop. Probier das grad mal! Oh. Fucking faster! What? Okay, das wollte ich mal probieren. Das bringt mir ja gar nichts. Wie komme ich denn jetzt weg hier? Der hat hier ein Messer hier reingerammt. Eine Schere. I can't take anymore. Oh Gott. Okay, jetzt weiß ich auch, warum sie relativ lange rennen kann. Boah, ich hab den erst gar nicht gesehen, der war da so in der Hocke. Alter. Ich versuch den hier so ein bisschen so durch dieses, da ist er doch, oder? Also durch diesen Schlitzer zu sehen. Wieso geht er denn nicht hoch? Warte mal, ich kann doch was werfen, oder? Pass mal auf. Ich mach folgende. Genau da war er. Genau, der ist genau da. Da, man kann ihn sehen, wie er sich bewegt. Halt die Klappe, alter Mann, ey. Der hängt ja die ganze Zeit rum. Guck es mal an.
Das heißt, pass auf, ich muss hier raus.